Wir bleiben bei Hernández. Der Weltmeister wurde offiziell benachrichtigt, dass er 10 Tage Zeit hat, um freiwillig ins Gefängnis zu gehen. Und sollte er das nicht tun, würde er umgehend per Haftbefehl gesucht. Was Hernández gemacht hat und warum der 25-Jährige hinter Gitter landen könnte, das wollen wir natürlich hier besprechen, Kai. Ja, und das hören wir von unseren Reportern, mit denen wir jetzt sprechen wollen. Uns zugeschaltet ist nämlich vor allen Dingen unser Bayern-Reporter, erstmal Jörg Althoff. Jörg, grüße dich. Sag einmal ganz schnell, alle, die es noch nicht gehört haben, was genau wird ihm vorgeworfen? Ja, erstmal guten Morgen aus München. Was ihm vorgeworfen wird, das liegt 4 Jahre zurück. Seine heutige Frau, damalige Freundin, es muss einen ziemlich heftigen Streit gegeben haben, an dem sie auch gegen ihn aggressiv war, gegen sein Fahrzeug, das demoliert hat. Ja, und er dann auch handgreiflich geworden ist offensichtlich gegen sie. Sie hat Anzeige erstattet und dann kam es zum Prozess und das Urteil ist auch rechtskräftig. Aber wie gesagt, die Geschichte liegt 4 Jahre zurück und seitdem hat sich einiges verändert. Beschreib uns Hernández als Typ. Wir sehen ja hier auch wirklich sehr harmonische Familienbilder. Dennoch ist er nicht das erste Mal handgreiflich gegen Frauen geworden. Ja, ich habe ihn ehrlicherweise außerhalb des Platzes bisher nicht erlebt, also außer ihn vielleicht mal spazieren gehen, gesehen zu haben mit seiner Frau, mit dem gemeinsamen Sohn, der 3 Jahre alt ist, im Englischen Garten. Was ich sagen kann, dass er natürlich ein aggressiver Spieler ist, also ohne auf dem Platz jetzt als Rüpel aufzufallen. Er hat nicht viele gelbe Karten, ich glaube gar keine rote Karte gesammelt bisher in seinem mittlerweile 3. Jahr beim FC Bayern. Natürlich hat er diese Grundaggressivität, die er braucht, um ein Weltklasse-Verteidiger zu sein, und der ist er. Er hat uns einmal in einem Interview erzählt, dass er ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Mutter hat. Man muss dazu wissen, dass der Vater die Familie verlassen hat, als Hernández 10 Jahre alt war. Seine Mutter ihm dann sehr, sehr geholfen hat, diesen Karriereweg als Fußballprofi einzuschlagen, ihm und seinem jüngeren Bruder, der beim AC Mailand spielt. Und ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass er natürlich diese Grundaggressivität hat. Wie er im Privatleben ist, kann ich nicht beurteilen. Jetzt ist das ja eine Hammernachricht, vor allen Dingen auch für den FC Bayern. Wie ist diese Nachricht dort aufgenommen worden? Wie reagiert der FC Bayern? Einmal mit Blick auf die Öffentlichkeit, also wie steht er eigentlich zu diesem Fall und wie steht er dann auch zu Hernández? Also wird da schon spekuliert, dass man den Vertrag möglicherweise auflöst? Nein, also der FC Bayern hat sich bisher öffentlich nicht geäußert, wird sich auch dazu nicht äußern. Grundsätzlich ist es so, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen natürlich bestraft gehört. Und diese Auffassung vertritt selbstverständlich auch der FC Bayern ganz entschieden. Trotzdem ist man sehr irritiert, weil in diesem Fall ja eine besondere Situation zugrunde liegt. Also nicht nur, dass Hernández die ihm auferlegten Sozialstunden absolviert hat, die Geldstrafe bezahlt hat, nicht nur, dass seine mittlerweile verheiratete Ehefrau die Anzeige zurückgezogen hat und die beiden eben seit 2017 verheiratet sind und glücklich und harmonisch in München zusammenleben. Es mutet ein bisschen absurd an, dass das Gericht jetzt versucht, die spanische Richterin versucht offenbar, aus dieser für die Hochzeit ja notwendigen Annäherung und Versöhnung einen Verstoß gegen Auflagen, eine Missachtung der Justiz zu konstruieren. Und die Anwälte von Hernández mutmaßen jetzt, dass sie an einem prominenten Fußballer, er ist ja immerhin Weltmeister, hat auch bei Atletico Madrid, glaube ich, 12 Jahre lang gespielt insgesamt seit der Jugend, dass an einem prominenten Fußballer ein Exempel öffentlich statuiert werden soll. Und die Anwälte von Hernández werden natürlich alles dagegen tun, um diese Haftstrafe abzuwenden, natürlich mit Unterstützung und im Sinne des FC Bayern. Der FC Bayern geht intern nicht davon aus, dass Hernández wirklich in Haft muss. Und man setzt da auf mehr gesunden Menschenverstand und weniger auf Paragraphentreue. Was man ja auch nicht so richtig versteht, Hernández ist Franzose, er spielt in München, muss aber in Spanien vor Gericht und dann eventuell, wenn er dort am 19. Oktober nicht erscheint, auch noch ja, ins Gefängnis. Wie kam das denn alles zustande? Also er wird am 19. Oktober, so ist zumindest unser jetziger Informationsstand, dort erscheinen, um halt nicht irgendetwas zu provozieren natürlich auch. Er ist in Marseille geboren, aber mit 5 Jahren nach Madrid gezogen. Sein Vater, der Franzose ist, mit spanischen Wurzeln, hat selbst als Profi bei Atletico de Madrid gespielt. Und Hernández hat dort alle Jugendmannschaften durchlaufen, ist dann zum Profi geworden. Aber aufgrund seiner französischen Herkunft, wie gesagt, der Vater hat beide Staatsbürgerschaften,
ist er dann französischer Nationalspieler geworden, hat aber als französischer Nationalspieler weiter bei Atletico Madrid gespielt, dort auch seine heutige Frau kennengelernt, die Spanierin ist. Und die Vorfälle, die Taten sind natürlich zu einer Zeit begangen worden, wo er noch bei Atletico Madrid spielte. Ich habe es eben schon erwähnt, er ist jetzt im dritten Jahr beim FC Bayern, kam also zur Saison 1920 zum FC Bayern, damals für 80 Millionen, ist damit der teuerste Transfereinkauf der Bundesliga-Geschichte. Das ist grob zusammengefasst der Hintergrund. Jetzt noch einmal zum Schluss, Jörg, auf die sportlichen Folgen eines solchen Falls. Also erstmal reißt das natürlich eine Lücke beim FC Bayern, aber dann sorgt so ein Fall ja auch nach dem Fall Boateng für enorme Unruhe in der Mannschaft. Das lässt einen ja nicht kalt, wenn das ein Mannschaftskollege ist. Also welche sportlichen Auswirkungen wird das deiner Meinung nach haben? Also sollte, was alle für unwahrscheinlich halten, er wirklich ins Gefängnis müssen, wäre das natürlich so etwas wie ein weiterer Kreuzbandriss für Hernandez persönlich. Man muss dazu wissen, er kam schon mit einem ledierten Knie nach München, ist damals operiert worden, etwas länger ausgefallen, hatte Folgeverletzungen, hat dann jetzt nach der Europameisterschaft nochmal eine Knieverletzung gehabt, ist nochmal operiert worden und hatte natürlich Schwierigkeiten, wirklich Fuß zu fassen. Jetzt inzwischen ist er auf einem sehr, sehr guten Weg, hat die letzten Spiele sehr, sehr gut gespielt. So gut, dass man sagt, er könnte der neue Abwehrchef beim FC Bayern werden. Und wenn der ausfällt, ist das natürlich ein herber sportlicher Verlust, gar keine Frage. Ganz abgesehen davon, dass es für ihn persönlich natürlich ein weiterer Rückschlag wäre. Also 6 Monate ist ungefähr auch die Regenerationszeit nach einem Kreuzbandriss, bis man dann wieder spielen kann. Innerhalb der Mannschaft wird sowas eher am Rande diskutiert. Ich glaube nicht, dass diese Situation jetzt das Verhältnis der Spieler zu Hernandez beeinflussen wird, weil die natürlich auch die Konstellation kennen, die ich eben geschildert habe. Wie gesagt, die Familie Hernandez lebt in München offensichtlich sehr glücklich und harmonisch zusammen. Danke für deine Einschätzung, unser Bayern-Reporter Jörg Althoff, zu diesem spektakulären Fall. Lucas Hernandez, der im Knast landen könnte, wenn es ganz schlecht für ihn läuft, in diesem etwas verworrenen Justizfall aktuell.